wie ich auf diese Rezepturen komme, ganz einfach, ich esse leidenschaftlich gern gut. Die Gurke hat ein schönes Aroma, die Melone, das sind ja Geschwisterchen und klar passt eine Dille wunderbar dazu. Ist eine Wassermelone, hat natürlich sehr, sehr viel Wasseranteil, brauchen wir auch ein bisschen ein Geschmäckle, wie zum Beispiel die Gurke. Also, das machen wir natürlich passend jetzt mit der Gurke, ist klar, ne? Lecker, das ist doch ein Traum. Wenn das nicht mal ein schönes Eis wird, die Dille, wie Sommer. Sommer, frische, hier Stängelchen natürlich noch mit rein, ist klar, ne? Bringt ja auch noch mal Geschmack. So, jetzt haben wir entsprechend das Wasser dazu. Unsere Fruchteise sind grundsätzlich ohne Milchbestandteile. Alle Geheimzutaten sind jetzt im Eimerchen, jetzt tun wir es natürlich rühren. Also, liebe Topfgucker, wir sind so weit, dass wir jetzt unsere Rezeptur, unseren Eimer hier randvoll natürlich fertiggestellt haben. Wir haben es schön gerührt. Das Stückchen Melone gehört dazu. Es macht die Eismaschine. Die hat richtig Bums. Da kann ausgefroren werden. Ne? Schaut mal, das ist ein Crema. Und das ist ein reines Fruchteis. Ohne Milchbestandteile, für Laktoseunverträgliche oder gar auch veganer Eis. Sensationell. Das ist noch nicht das Finale. Wir dekorieren uns noch mal ein bisschen hübsch, damit alle glücklich sind und gleich wissen, was es für ein schönes Eis ist. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de